So, schön, dass Sie wieder da sind zu unserem nächsten Thema im Bereich der Theorie. Und da geht es um das Kapitel Queue oder Warteschlange. Queues oder Warteschlangen sind ganz wichtige Datenstrukturen. Sie sind aber ähnlich einfach wie der Stack, haben auch sehr wenige Methoden, wie beim Stack auch. Sie sind trotzdem sehr wichtig. Wir brauchen sie an vielen, vielen Stellen. Häufig als Hilfsdatenstrukturen, zum Beispiel wenn wir komplexere Algorithmen auf Bäumen machen, da kommt das immer wieder mal vor, dass man einen Stack oder eine Queue als Hilfsdatenstruktur braucht. Oder auch bei graphentheoretischen Algorithmen braucht man immer wieder Hilfsdatenstrukturen dieser Art. Aber sie kommen auch im Internet an vielen anderen Stellen vor. Und deshalb schauen wir uns die Queue jetzt genauer an. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass Sie noch mal genau verstehen, wie diese Implementierungen funktionieren. Einmal die Implementierung mit dem Array, vor allen Dingen aber auch die Implementierung mit der verketteten Liste, weil wir dieses Schema immer wieder verwenden werden. Und wenn wir Bäume machen, ist es natürlich komplexer und komplizierter. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie bei diesen einfachen Datenstrukturen wirklich genau verstehen, was da passiert. Und schauen sich die Implementierungen an. Sie sollen das ja auch als Übung implementieren, klar. Und später dann, wenn Sie unsicher sind oder es vielleicht nicht ganz hingekriegt haben, dann schauen Sie sich bitte die Musterlösungen an, die ja spätestens eine Woche später von mir nochmal rausgegeben werden. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir uns die Queue mal an. Das sind also sogenannte Warteschlangen, die Queues. Und die Engländer oder Amerikaner bezeichnen das wieder kurz und knackig als FIFO. Das steht dann für First In, First Out. Und damit ist ja schon fast alles gesagt. Ne? Während der Stack LIFO war, Last In, First Out, ist die Queue First In, First Out. Das heißt, wer zuerst kommt, steht eben vorne in der Warteschlange. Und wird auch als erster wieder bedient werden. Und es gibt genau zwei Operationen, also wenn wir uns so eine Queue, die man wieder typisieren kann in Java, ich schreibe den Typ mal als T hin, anschauen, dann haben wir genau zwei Operationen. Es gibt eine Operation, die ich gerne Offer nenne und die kriegt ein Element rein vom Typ T, ein Objekt. Und die hat, ich erkläre gleich warum, den Datentyp Boolean. Und die fügt x in die Warteschlange ein. Warum machen wir hier den Datentyp Boolean und nicht Void? Nun, das hängt damit zusammen, dass es, wie wir später noch sehen werden, spezielle Queues gibt, die nur eine begrenzte Länge haben. Man nennt das auch Blocking Queues. Und solche blockenden Warteschlangen, die weigern sich, Objekte aufzunehmen, wenn ihre Größe begrenzt ist. Also wenn die begrenzte Größe voll ist. Es gibt auch Queues, die zum Beispiel nur so und so häufig Daten entgegennehmen. Die würden dann eben auch false zurückgeben, wenn sie den Wert nicht entgegengenommen haben und true liefern, wenn sie den Wert tatsächlich in die Queue stecken konnten. Also deshalb hier Boolean und nicht Void, wie wir es zum Beispiel beim Stack gemacht haben. Und dann gibt es noch die Methode poll. Die hat keine Parameter und die liefert etwas vom Typ T. Und die holt das nächste Element aus der Queue. Und das ist wieder das Schöne, also zu jeder Datenstruktur gehören ja immer die Operationen, die ich auf der Datenstruktur machen kann. Die Queue hat tatsächlich nur diese beiden Methoden. In der Praxis kommen noch ein paar dazu, also, aber das sind in der reinen Lehre, in der abstrakten Vorstellung von der Queue die beiden einzigen Methoden, die ich habe. Ich kann was in die Warteschlange einfügen und ich kann das nächste Element aus dem Kopf der Warteschlange herausholen. Und ganz wichtig, wie beim Stack, haben die auch die Komplexität O1. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video nicht explizit erwähnt. Also wie beim Stack.
haben beide Operationen oder beide Methoden die Komplexität O1 Das heißt, sie sind konstant und das bedeutet nichts anderes als, die sind völlig unabhängig davon, der Aufwand ist völlig unabhängig davon, wie lang die Queue ist, wie viele Elemente sich in der Warteschlange befinden. Und das ist natürlich sehr angenehm, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass man solche Queues häufig als Hilfsdatenstrukturen braucht für komplexere Algorithmen. Und dann weiß man, also der Zugriff auf die Queue, der kostet nichts, also der ist wirklich kein Problem, sondern die Schleifen drumherum sind dann, wenn überhaupt, das Problem. Gut. In der Praxis gibt es dann häufig noch weitere Methoden. Also in der Praxis gibt es noch weitere Methoden. Also man will zum Beispiel in der Regel die Größe wissen, ja. Da gibt es dann eine Size-Methode, die ein Int liefert. Es gibt eine Methode, ist das Ding leer oder ist was drin? Also zum Beispiel sowas wie ein isEmpty. Der wäre dann Boolean. Und oft ist auch sowas wie das Peak vom Typ T interessant, dass ich mal nachgucken kann, welches wäre denn das nächste Element, was in der Warteschlange drankommen würde, ohne es aus der Warteschlange zu entfernen. Weil vielleicht ein Prozess wissen will, ob das ein Element ist, was für ihn interessant ist oder nicht. Ja, das ist so die abstrakte Idee von so einer Queue und das ist einfach eine Warteschlange. Also wenn wir zum Beispiel die Elemente A, B, C, D in eine Warteschlange einfügen, in eine Warteschlange. Dann sieht das eben so aus, dass wir praktisch das eher so hinschreiben würden: A, B, C, D. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein neues Element einfügen, ich mache das mal in grün, dann würden wir das E hier hinten anfügen, am Ende der Queue. Und wenn wir das A wegnehmen, dann würden wir hier vorne vom Anfang der Queue wegnehmen. Also wie gesagt, ähnlich wie beim Stack kommen wir immer nur an ganz bestimmten Enden in dieser Queue. Also wir können das vorderste Element entfernen und wir können hinten ein Element anhängen. Mehr geht nicht. Und ich bezeichne immer gerne das hier vorne als den Kopf der Queue und das hier hinten als das Ende. So sieht das Ding abstrakt aus und es hat diese beiden einfachen Methoden. So, und wenn wir uns das jetzt mal von der Implementierung anschauen, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns erstmal die Implementierung mit einem Array an. Und das wäre dann die typische Implementierung für eine Blocking Queue. Also Implementierung mit Array. Das würde man dann eben so machen, dass man ein Array hat. Und wir schreiben jetzt hier das nochmal rein. Nehmen wir mal, wir haben jetzt ein Array mit 10 Plätzen und da würden jetzt hier das A, das B, das C, das D, das E und das F beispielsweise drin stehen. Meinetwegen auch noch das G. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 freie Plätze. Ne? Also das hier wäre der Index 0 und das wäre der Index 9 und das wäre das A und das ist ein Array der Länge 10. So können wir uns das vorstellen. Also wir haben
eine begrenzte Länge, das ist unser Array A. Der soll jetzt einfach mal, damit wir nicht so viel schreiben müssen, 10 lang sein. Von 0 bis 9 indiziert. Und wenn wir jetzt A bis G dort schon mal reingefüttert haben, dann würde das Ding so aussehen. Wir brauchen dann natürlich noch ein paar Zeiger. Also das eine wäre tatsächlich hier der Kopfzeiger. Das andere wäre der Endezeiger zur Verwaltung. Und wenn wir jetzt ein weiteres Element dort einfügen, dann sieht es tatsächlich so aus, dass wir das neue Element, also das H, hier einfügen. Und dann würde das Ende, na, das ist vielleicht unklug, das Ende würde dann jetzt nicht mehr auf das G zeigen, sondern auf das H. Ne? So muss man sich das vorstellen. Also das wäre diese Einfügeoperation. Und wenn ich hier vorne was entferne, dann sieht das eben so aus, dass ich das A hier entferne, kommt das A aus der Queue raus und ich mache eigentlich nichts anderes als den Kopf um 1 weiterschalten. Also sehen, das sind recht einfache Operationen. Wir haben die beiden Zeiger, Kopf und Ende. Und in beiden Fällen wird das um 1 hochgeschaltet, also Kopf gleich Kopf plus 1 und Ende gleich Ende plus 1. Und dann wird das H an das neue Ende eingetragen und das A wird aus dem alten Kopf rausgeholt, also an die Stelle, wo das Kopf bisher hingezeigt hat. So, und wenn wir uns diese Queue jetzt mal anschauen und wenn wir uns jetzt vorstellen, also jetzt werden zusätzlich noch I und J eingefügt, malen wir das mal hier hin, aber wieder in grün. Ja, dann kommt hier das I rein und dann das J und das Ende zeigt zum Schluss hier auf das J. So, und jetzt wird es spannend. Wir malen diese Situation nochmal hin. Das wollte ich eigentlich wieder schwarz machen. Also nachdem wir I und J eingefügt haben, haben wir unser Array, das sieht jetzt so aus. Hier vorne ist ein Platz frei. Dann kommt B, C, D, E, F, G, H, I, J. Das ist unser Ende. Der zeigt auf das J. Das ist unser Kopf. Also Ende und Kopf sind Int-Variablen. Ne? Die haben einfach die Indizes. In dem Fall Kopf den Index 1, Ende den Index 9. Von 0 bis 9 geht das Array. Und hier haben wir einen freien Platz nach vorne. So, wenn wir jetzt das K einfügen wollen, was passiert da? Naja, wir haben hier hinten keinen Platz mehr. Das Array hat eine begrenzte Länge. Wir haben aber noch ein Plätzchen frei, nämlich hier vorne. Also tragen wir das K hier vorne ein und dann würden wir logischerweise natürlich auch jetzt das Ende hier auf das K zeigen lassen. Also Ende wäre jetzt nicht mehr 9, sondern 0. Und so würde man zirkulär so einen Puffer verwalten. Und jetzt ist die Queue auch voll. Ja, also wir können jetzt kein weiteres Ding da reinstecken. Wenn wir jetzt nochmal etwas reinstecken wollten, wenn jetzt nochmal Offer gerufen würde, dann würde tatsächlich das Ding false zurückbringen und damit andeuten, dass die Queue voll ist. Und deshalb ist diese Implementierung total gut geeignet, um eine sogenannte Blocking Queue zu implementieren. Also Array-Implementierungen. Na, komm schon. Die sind ideal für
begrenzte Blocking Queues, die in der Praxis durchaus sehr häufig vorkommen. So, Queues, ja. Das heißt also, im Gegensatz zu dem Stack, wo die Implementierung mit einem Array tatsächlich den Nachteil hat, dass wir das erweitern müssen, wenn der Stack nicht mehr ausreicht, haben wir hier einen Fall, der in der Praxis tatsächlich vorkommt, dass wir also Queues haben, die ohnehin nichts mehr annehmen können sollen. Und warum dann nicht direkt als Array implementieren? Ne? Wenn wir uns noch mal ganz kurz angucken, was passiert jetzt bei diesen Methoden, also unsere Offer-Methode, wenn wir die mit wenn wir also sagen, wir wollen in die Queue was einfügen, dann würde die im Prinzip machen, if die Länge größer oder gleich a.length. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir einfach false zurück. Ne? Die Länge, das ist eine Variable, die wir uns selber merken müssen. Ne? Also wir müssen selber gucken, ist die Länge schon erreicht. Und jetzt ist das Wesentliche, dass wir dann sagen, wenn wir noch Platz haben, dann sagen wir, Ende ist gleich Ende plus 1 Prozent a.length. Ja. Schauen Sie sich das genau an, warum das funktioniert. Also wir schalten Ende um 1 hoch und machen dann aber ein Modulo mit der Länge vom Array und damit springt das wieder nach vorne, wenn wir hinten angekommen sind. Also genau die Situation, die wir hier oben noch gerade sehen, dass das Ende Länge vom Array minus 1 ist, dann ist dann Ende plus 1 länger als gleich a.length und damit springt das wieder zurück auf die 0. Und dann sagen wir a an der Stelle Ende ist gleich x. Ne? Und dann sagen wir noch Länge plus plus. Also das ist im Wesentlichen schon die ganze Offer-Methode. Jetzt habe ich sie komplett hingeschrieben, ist ja egal. Und beim Poll, da ist es ähnlich. Also das war das Offer. Und beim Poll machen wir im Wesentlichen, Kopf ist gleich Kopf plus 1 Prozent a.length. Ne? Das ist so die wesentliche Operation, die wir da machen. Und so haben wir das Ganze mit einem Ringpuffer. Das if vorne ist wichtig beim Offer. Ansonsten ist das eine ziemlich einfache Implementierung. Und ja, das ist eine gängige Implementierung, die auch sehr häufig verwendet wird. Und da Arrays auch sehr effizient ist, ist das auch eine sehr effiziente Art der Implementierung. Und wir verschwenden hier überhaupt keinen Platz. Ne? Das ist die eine Sache, das werden wir in Übungen auch schreiben. Also wir werden so eine Array-Queue schreiben. Es gibt aber natürlich noch die andere Implementierung und die ist für uns langfristig sehr viel wichtiger. Und das ist die Implementierung mit einer zirkulär verketteten Liste. Auch die schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Und die ist deshalb für uns so wichtig, weil man hier noch mal ein bisschen versteht, wie diese verketteten Strukturen überhaupt implementiert werden. Und das brauchen wir, wie gesagt, jetzt für den Rest des Semesters ganz, ganz häufig. Und deshalb ist mir noch mal wichtig, dass Sie das jetzt einfach verstehen, wie es funktioniert. Also, was ist eine zirkulär verkettete Liste? Das ist eine Liste, in der jetzt irgendwas drinsteht, x, y, und das Ding zeigt hierhin,
Und dann meinetwegen noch ein Z. Und der zeigt wieder auf den. Ja, sowas nennt man eine zirkulär verkettete Liste. Und diese Teile hier, also die hier praktisch einen Inhalt haben und hier einen Zeiger auf den Nachfolger, den ich immer Next nenne, das ist ein Eintrag in die Liste. Also so ein Eintrag besteht aus einem Inhalt und aus einem Zeiger auf den Nachfolger in der Liste. Und dazu haben wir uns ja, und das machen wir auch wieder, eine innere Klasse geschrieben, also so eine Class-Eintrag. Und diese Eintragsklasse, die ist in der Regel auch typisiert, die übernimmt entweder die Typisierung aus der anderen äußeren Klasse, das ist so das Typische, aber man kann hier auch nochmal das T dazu schreiben. Und das ist eine innere Klasse, die hat eben ein T-Inhalt. Sorry. Inhalt. Und die hat einen Eintrag Next. Das ist genau die Klasse, also genau gleich, wie wir sie schon beim Stack verwendet haben. Genau den gleichen Trick machen wir jetzt nochmal. Und ich lasse hier auch bewusst die Sichtbarkeit weg. Also die Klasse selber, die sollte private sein. Das habe ich hier jetzt vergessen. Denn das ist ja nur eine Hilfsklasse für unsere Q-Klasse. Die soll also niemand außerhalb sehen können. Aber die Member dieser Klasse, also den Konstruktor, den wir gleich schreiben und diese beiden Variablen, da können Sie einfach die Sichtbarkeit weglassen. Wenn die Klasse privat ist, kann da ohnehin nichts passieren. Und dann machen wir uns vielleicht noch einen Konstruktor. Und der Konstruktor, der hat ein TX und ein Eintrag Next. Und der sagt eben this.inhalt ist gleich x und this.next ist gleich next. Also diese kleine Hilfsklasse, die schreiben wir uns wieder als innere Klasse, so wie wir es beim Stack auch schon gemacht haben. Und dann können wir wieder so eine Datenstruktur, so eine verkettete Datenstruktur aufbauen. Und der einzige Unterschied oder der wesentliche Unterschied zum Stack ist jetzt der, dass das letzte Element in der Liste nicht mehr auf Null zeigt, sondern der zeigt wieder aufs erste Element. Das heißt, wir haben das Ding tatsächlich dann zirkulär verkettet. Gut, jetzt schauen wir uns mal wieder an. Nehmen wir mal an, wir haben wieder, wir machen erstmal wieder ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, wir haben unsere Q und das sei jetzt ABCDE. Und wir würden hier hinten anfügen und vorne rausnehmen. Also das ist unsere Q. Und wenn wir die jetzt als zirkulär verkettete Liste darstellen, dann können wir das zum Beispiel so machen, dass wir das wieder als A, mal ein bisschen schöner malen hier, B, C D E Das sieht jetzt erstmal so ähnlich aus wie wieder wie ein Stack. Dass das kleiner wird, hat nichts zu sagen. Das ist einfach, weil ich mit dem Malen meine Probleme habe. Das sieht jetzt genau aus wieder wie ein Stack, nur dass wir beim Stack jetzt das E vorne hätten und jetzt haben wir das A quasi vorne. Und jetzt lassen wir aber das E wieder rückwärts, ich male das mal hier oben hin, auf das A zeigen. Und jetzt ist das eine zirkulär verkettete Liste.
Und wie beim Stack auch brauchen wir in unserem Queue, in unserer Queue-Klasse natürlich einen Zeiger irgendwo hin. Und wir zeigen jetzt nicht auf das A, sondern wir zeigen auf das Ende. Also wir zeigen auf das Ende. Diesen Zeiger brauchen wir noch. Und das Interessante ist jetzt, wir brauchen ja immer zwei Seiten von der Queue. Wir brauchen das letzte Element, um was anzufügen. Und wir brauchen das erste Element, um es rauszuholen. Und wenn wir hier auf das letzte Element zeigen, das letzte Element aber wiederum auf das erste Element zeigt, dann ist ja Ende.next der Anfang der Queue. Ja? Also Ende.next zeigt auf den Anfang. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Und das ist jetzt eine ganz praktische Geschichte. Damit haben wir nämlich über diesen Endezeiger natürlich auf das letzte Element Zugriff. Das ist das Ende selbst. Also das ist das Element, auf das Ende zeigt, müsste man sagen. Und auf den Anfang haben wir auch Zugriff. Das ist nämlich Ende.next. Also mit anderen Worten, Ende ist dieser Pfeil hier auf das letzte Element. Und Ende.next ist der Pfeil, der vom letzten Element auf den Anfang zeigt. Ist schon mal ganz wichtig, dass Sie das soweit verstanden haben. Und wir sind mit einer Programmiersprache wie Java jetzt ganz massiv im Vorteil, weil wir ja wissen, eine Variable Ende ist nicht das Objekt, die enthält nicht das Objekt, sondern sie enthält den Zeiger auf ein Objekt. Und das ist in unserer Zeichnung nichts anderes als der Pfeil. Ja? So, und jetzt lassen Sie uns doch mal ein Offer machen. Also lassen Sie uns mal hier passieren oder versuchen hinzuschreiben. Also ein neuer Eintrag. Also das F wollen wir jetzt eintragen. Also das ist praktisch ein Offer von F. Was passiert da? Nun, das erste ist, wir machen einen neuen Eintrag. Das heißt, wir malen so ein neues Kästchen hin. Ja. Das ist ja ein Objekt vom Typ Eintrag. So. Dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen das alte Objekt hier auf das neue zeigen lassen. Also das F mache ich mal noch grün, damit das einigermaßen hinhaut. Grün. Also das ist unser F. Also das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen ein neues Objekt machen. Und das Ende.next darf jetzt nicht mehr auf das A zeigen, sondern das muss auf das neue Objekt zeigen, auf den neuen Eintrag. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser neue Eintrag auf das A zeigt. Ja, also wir müssen das hier kappen. Ich mache das bewusst mal in mehreren Farben, weil ich Ihnen das gleich in diesen Farben auch darstellen will. Und dann machen wir mal noch was in Blau. Dann müssen wir zum Schluss noch dafür sorgen, dass Ende hier drauf zeigt. Ja? Also der grüne Teil ist, wir machen einen neuen Eintrag. Dann müssen wir dafür sorgen, dass das bisherige Ende auf das neue Ende zeigt und dass der neue Eintrag dahin zeigt, wo das bisherige Ende gezeigt hat. Ja? Und zum Schluss müssen wir dafür sorgen, dass die Variable Ende jetzt auf das neue Ende zeigt. Und das Ganze, und das ist das Verrückte, geht in einer einzigen Zeile. Die schreiben wir jetzt mal hier hin. Machen wir das mal hier einen senkrechten Strich, damit wir hier nicht durcheinander kommen, aber ich brauche den Platz. Also, wir schreiben im Wesentlichen Folgendes. Mach das mal in Rot. Wir schreiben Ende.next ist gleich. Das ist nämlich der rote Teil. Ja? Dann kommt der grüne Teil.
Der grüne Teil ist das Erzeugen eines neuen Eintrags. Das heißt in Java dann New Eintrag. Soweit so klar? Da tun wir dieses neue Element, was wir da reingekriegt haben, das ich nenne das mal X jetzt. So. Und da oben gehört zum grünen Teil auch, dass dieser neue Eintrag dahin zeigt, wo bisher der alte Eintrag gezeigt hat. Ja, das heißt, dieser bisher der Zeiger auf das A, der muss jetzt hier rein, in den neuen Eintrag hinten. Und deshalb schreibe ich hier mal Ende.next. Und diese eine Zeile Programm macht alles das, was da oben in der Zeichnung rot und grün gezeichnet worden ist. Ja? Rechts vom Ist-Gleichzeichen ist das Ende.next noch der alte Wert. Das heißt, wenn wir hier das Ende.next verwenden, dann ist das das alte Ende.next und das alte Ende.next ist der Zeiger in dem Eintrag vom E auf das A. Und deshalb tragen wir den hier ein, in den neuen Eintrag. Und der rote Teil, der sagt eben, dass das Ende.next dann überschrieben wird und das zeigt dann eben nicht mehr auf das A, sondern jetzt auf den neuen Eintrag. So, und der blaue Teil, der ist ganz einfach. Der sagt einfach, Ende ist gleich Ende.next. Und diese beiden Zeilen sind im Wesentlichen die Offer-Methode. Ja? Da kommt natürlich noch ein Spezialfall dazu, das ist klar. Zum Beispiel, was ist, wenn die Queue leer ist. Ne? Aber für den Normalfall, dass die Queue schon gefüllt ist, dass da schon irgendwas drin ist, sind es eigentlich diese beiden Zeilen. Ne? Krass. Also wirklich nicht wahnsinnig viel Programm, aber da verbirgt sich eine ganze Menge dahinter. Also es ist wichtig, dass Sie diese beiden Zeilen wirklich verstehen. Malen Sie sich das zur Not 5-mal nochmal hin und versuchen Sie vor allen Dingen zu verstehen, dass diese Next-Variablen die Pfeile sind. Und das Ende ist auch der Pfeil. Und der Pfeil ist immer die Referenz auf das Objekt. Und das ist in Java eben sehr schön. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Java, dass man solche verketteten Datenstrukturen eben sehr schön mit Java implementieren kann, weil die Variablen von Java immer die Referenzen sind und niemals die Objekte selbst. Ja. Also dann haben wir natürlich noch einen Spezialfall, den dürfen wir nicht vergessen. Spezialfall. Eine leere Queue. Das Entdecken, woher wissen wir, wenn die Queue leer ist? Das ist, wenn Ende gleich Null ist. Ne? Und dann funktioniert es im Prinzip so, dass wir einen neuen Eintrag machen. Da kommt der neue Wert rein. Das Ende zeigt auf diesen neuen Eintrag. Also Ende ist gleich New Eintrag. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass das Ding hier auf sich selbst zeigt. Also das sind auch zwei Zeilen Programm, aber das kriegen Sie selber raus. Okay, also das ist das Offer. So, und das Poll, das überlegen wir uns auch mal kurz. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt wieder hier unsere Queue. Entschuldigung, das ist zu lang. So lang ist der Eintrag nicht. Wir machen jetzt eine kürzere Queue, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier A, C, das reicht ja. Der zeigt wieder hier auf den A und unser Ende zeigt hier hin. So, was müssen wir denn jetzt machen? Also wir wollen im Prinzip das A entfernen.
Also was wir machen wollen, ist das a hier rausschmeißen. Und was müssen wir dazu tun? Nun, wir müssen diesen Zeiger hier kappen sozusagen, also und den jetzt auf das B zeigen lassen. Richtig? Und das war es dann eigentlich schon. Ne? Also wir müssen das Endepunkt Next, das hier ist ja dieser rote Zeiger im C, das ist ja Endepunkt Next. Der muss jetzt dahin zeigen, wo bisher der hier gezeigt hat. Der macht den mal blau. So, und das machen wir mit einer einzigen Zeile. Und die heißt, halten Sie das Video mal kurz an und überlegen Sie sich, wie die Zeile heißt, die diesen Zauber hier mit den Zeigern macht. Also am besten Video einmal anhalten. In der Vorlesung würde ich jetzt eine kleine Pause machen und wenn ich rauchen würde, würde ich eine rauchen gehen. Ich rauche aber nicht, macht aber nichts. Okay, also. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, Sie haben es angehalten. Die Zeile, die würde jetzt bedeuten, Ende.next. Ist gleich Ende.next.next. Hoppla. Und das ist der Kern der Poll-Methode. Ja? Mehr ist da nicht dahinter. Der macht genau das hier, der schmeißt sozusagen das A aus der Liste raus, weil das C jetzt nicht mehr aufs A zeigt, sondern aufs B. Also verrückte Sache. Und so funktioniert diese verkettete Liste. Wir haben natürlich hier einen Spezialfall. Den müssen Sie auch berücksichtigen. Das nämlich das Ende gleich Ende.next ist. Das heißt, wir haben eine Queue der Länge 1. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir einfach Ende auf Null setzen. Dann ist die Queue ja anschließend leer. Und bevor wir das Ganze machen, müssen wir uns natürlich den Inhalt vom Anfang, also von Ende.next.inhalt, das müssen wir uns merken, um es nachher zurückgeben zu können. Aber das kriegen Sie hin. Probieren Sie es mal. Das werden wir dann sozusagen in den Übungen als Übung machen. Ja, so viel mal zu der zum Wesen eine Warteschlange. Das ist eine sehr, sehr einfache Datenstruktur. Und es gibt zwei Arten, sie zu implementieren und sie machen auch beide Sinn. Ja, die eine Art per Array, die macht insbesondere dann Sinn, wenn wir eine Blocking Queue haben. Man kann natürlich auch Queues, die wachsen, mit einem Array implementieren und dann wieder den Trick machen, dass man das Array dann doppelt so groß macht, wenn man am Anschlag ist. Das ist aber ein bisschen komplizierter bei der Queue als beim Stack. Und deshalb lassen wir das auch in unseren eigenen Implementierungen weg. Und dann gibt es die zweite Implementierung, und das ist, dass wir eine Queue mit einer zirkulär verketteten Liste implementieren. Und beide Implementierungen machen wir in den Übungen. Und dann haben Sie, glaube ich, begriffen, wie so eine Queue funktioniert. Und Sie haben es drauf. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man solche Datenstrukturen selbst implementiert hat und die Programme begreift. Und dann weiß man auch, man hat es wirklich kapiert. Man hat wirklich auch alle Sonderfälle betrachtet, denn sonst würde das Ganze am Ende nicht funktionieren. Ne? Ja, so viel mal zur Queue. Und wir werden nicht jede Datenstruktur implementieren können. Wir werden uns später sehr komplexe Datenstrukturen anschauen. Die werden wir dann nicht mehr selber programmieren. Aber wir werden noch einfache Bäume programmieren. Und da ist es schon sehr wertvoll, wenn Sie das verstanden haben. Vor allen Dingen den Trick mit der verketteten Liste. Ja, so viel dazu. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie wie immer gesund und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder.